welche Inhalte hier an dem beruflichen Gymnasium in den einzelnen Unterrichtsfächern vermittelt werden, welche Berufsorientierung Sie anstreben können und allgemeine Informationen zum beruflichen Gymnasium insgesamt. Dann ein paar, ja, wie Sie sich bei uns anmelden können und am Ende stehen wir dann natürlich auch noch für Fragen zur Verfügung. Ja, als kleinen Einstieg haben wir ein nettes Video gewählt, was im letzten Jahr im Gestaltungskurs der ja, Malerei entstanden ist. Und ich finde, es gibt einen ganz guten Einblick, wie es bei uns an der Schule aussieht und auch wie so die Stimmung ist. Und deswegen wollten wir Ihnen das nicht vorenthalten. Also unsere Aufgabe ist, was ist unsere Aufgabe überhaupt einmal? Inszeniertes Bild nachzustellen, davon ein Foto zu machen und dieses dann als Vorlage für unsere Malerei sozusagen zu nehmen. Und ja, bei mir ist es so, dass ich eine Szene aus dem großen Gatsby genommen habe und die dann sozusagen nachgestellt habe und jetzt mit Acryl sozusagen das Bild male auf Leinwand. Also ich bin sehr zufrieden hier auf der Schule. Ich bin in der Q2 und habe bislang sehr, sehr viele gute Erfahrungen gemacht. Und auch ja, mit den Lehrern, da habe ich immer das Gefühl, dass ich eine unterstützende, also dass sie sehr unterstützend wirken, sehr hilfreich sind und immer sehr auf unsere Ideen und ja, Ideen für Umsetzung eingehen und ja, einfach wie eine große Hilfe sind. Also ich habe von einer anderen Person, die ich kannte, gehört, dass es diese Schule überhaupt gibt und ich wusste, dass ich ein Kunstabi machen will. Und dann habe ich auch gemerkt, dass es irgendwie so keine richtige andere Möglichkeit gibt und deswegen bin ich hierher gekommen. Also ob sich das gelohnt hat, ich würde sagen, im Endeffekt irgendwie schon, weil ich halt schon irgendwie viel darüber gelernt habe, was man so machen kann, beziehungsweise künstlerische Grundlagen. Ja, und es ist halt irgendwie eine ganz andere Umgebung als eine andere Schule, die jetzt vielleicht auf Mathe oder so spezialisiert ist. Also ich glaube, irgendwie für mich war das Entscheidendste die Umgebung und deswegen würde ich sagen, im Endeffekt ja. Genau, auch wenn wir, also auch wenn Kunst halt der Schwerpunkt ist, macht man natürlich das nicht nur und das ist ja auch normal, aber ja, genau. Gut, also kommen wir zu den Unterrichtsfächern am beruflichen Gymnasium von der Einführungsphase bis zum Abitur. Das sind 3 Jahre, also die Einführungsphase ist 1 Jahr und dann die Q-Phase gliedert sich in 2 Jahre. Und es ist so, dass Deutsch und Englisch unterrichtet wird. Deutsch und Englisch ab der Q-Phase dann im Leistungskurs und Grundkurs, je nach Schwerpunkt, den man wählen kann. Eventuell eine zweite Fremdsprache. Das resultiert daraus, ob man vorab schon 4 Jahre eine zweite Fremdsprache belegt hat oder diese dann noch belegen muss, um dann die Zugangsberechtigung zum Abitur zu erlangen. Geschichte und bei uns auch Kunstgeschichte, Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, Mathematik, Biologie, Chemie, wobei die naturwissenschaftlichen Fächer bei uns keinen so hohen Schwerpunkt haben. Informationsverarbeitung, Sport und auch Gestaltungspraxis, was einhergeht dann auch mit Gestaltung und Multimedia.
Also wir haben das bei uns an der Schule so, dass man nachher im Leistungskurs 5 Stunden dann Gestaltung oder Multimedia hat und Gestaltungspraxis dann noch mit 2 Stunden dazu, also 7 Stunden dann in der Woche Gestaltung. Und bei uns als Wahlpflichtkurs zu wählen auch LEON, das bedeutet Lernorganisation, und da wählen die SchülerInnen den Kurs, wenn sie Bedarf haben, sich besser zu organisieren, was das Lernen angeht, beziehungsweise wie sie sich besser auf die Klausuren vorbereiten. Ja, im Weiteren würden dann die Fächer die Inhalte dann etwas genauer vorstellen. Und dazu möchte ich dann Herrn Reible bitten, dass er das dann für das Fach Deutsch einmal übernimmt. Ja, vielen Dank. Genau, ich darf ein bisschen was zum Fach Deutsch erzählen. Grundsätzlich gilt, glaube ich, für alle Fächer bei uns an der Schule, dass wir natürlich probieren, diesen gestalterischen, diesen künstlerischen Ansatz auch in die anderen Fächer mit hineinzutransportieren. Dass das nicht nur in den gestalterischen Fächern funktioniert, sondern ich habe in Deutsch und die Kolleginnen und Kollegen auch häufig meine Klausurersatzleistung gemacht, wo dann eben künstlerischer, kreativer gearbeitet wird. Deutsch ist zunächst in der E-Phase 4-stündig und wir haben dann unterschiedliche Inhalte, die auch dazu dienen, unterschiedliche Themenbereiche aus der Sek 1 ein bisschen zusammenzuführen. Das ist zum einen der Bereich Kommunikation. Dann wagen wir uns in den Bereich der Lyrik vor und lesen dann in der E-Phase auch eine Ganzschrift. Das ist dann der Bereich, wo es sich aus unserer Sicht häufig angeboten hat, eben auch ein bisschen kreativer zu arbeiten. Aber das haben wir in den letzten Jahren dann auch immer mit den SchülerInnen abgestimmt. Und Sie sehen es ganz unten auf der Folie, diejenigen, die dann noch kein MSA abgelegt haben an einer Bremer Schule oder einer Schule aus dem Umland, die haben dann gegebenenfalls, sollte der MSA nicht vorhanden sein, auch in der E-Phase noch die Möglichkeit, diesen mittleren Schulabschluss, den MSA, noch zu absolvieren. In der Q1 und in der Q2 entscheiden sich dann die SchülerInnen für den Deutschleistungskurs oder eben den Deutschgrundkurs. Der Leistungskurs ist 5-stündig, der Grundkurs ist 3-stündig. Grundsätzlich gilt dabei, dass die Themen, die im Leistungskurs behandelt werden, auch im Grundkurs auftauchen, nur natürlich dann etwas knapper, etwas komprimierter. Die Abiturthemen für 2025 stehen jetzt im Moment noch gar nicht fest, sodass ich jetzt auf die aktuellen Abi-Themen einmal verweise. Und diese Themen bleiben dann jeweils rotierend einige Jahre auch aktuell. Und im aktuellen Abi-Jahrgang haben wir als Thema erzählte Identität, interkulturelle Literatur und kämpferische Schriften des Vormärz. Sie merken also zwei sehr unterschiedliche Themenblöcke, die jeweils mit einer Vielzahl wirklich interessanter Texte aufweisen, aufwarten, und gelesen werden dann jeweils zwei Ganzschriften beziehungsweise eine im Grundkurs, literarische Texte, Sachtexte, und dort werden dann eben die Grundlagen aus der E-Phase vertieft mit aufgenommen. Und eines der beiden Schwerpunkte ist dann eben entsprechend auch Thema in der Q2 und führt dann auch ins Zentralabitur, wo dann eben auch noch die länderübergreifende Aufgabe als Transferaufgabe dazukommt. Jetzt schon zur ersten Besonderheit. Der LK ist natürlich Abitur- und prüfungsrelevant. Der Grundkurs ist bei uns an der Schule zwar zulassungsrelevant, muss also belegt werden, und die Note zählt natürlich auch mit in das Abitur mit hinein. Der Grundkurs Deutsch ist aber kein prüfungsrelevanter Abiturkurs. Gut, und ich denke, die KollegInnen ergänzen mich, sollte ich irgendwie was vergessen haben. Gut. Wie gesagt, wenn es Fragen gibt, gerne immer direkt dazu und sonst am Ende eben auch noch die Möglichkeit mit aufzugreifen. Ich sehe jetzt gerade genau MSA, die Frage tauchte hier auf. MSA, eben dieser mittlere Schulabschluss, der normalerweise am Ende von Klasse 9 gemacht wird. Aber für diejenigen, die den mittleren Schulabschluss noch nicht haben, besteht die Möglichkeit, den bei uns zu machen. Und Q1 ist eben Qualifikationsphase 1, das, was früher im 13-Jahres-System 12. Klasse war. Und 2 ist dann eben das Abi-Jahr, Qualifikationsphase 2. Gut, ich glaube, damit wäre im Chat jetzt soweit an Fragen erstmal alles beantwortet. Ich übergebe an die Kollegen, Kolleginnen des Fachbereichs Englisch.
Ja, hallo, da starte ich mal. Mein Name ist Anita Erdmann. Ich unterrichte Englisch vornehmlich in der E-Phase am beruflichen Gymnasium. Ich frage mal einmal kurz nach, kann man mich gut hören? Okay, super. Ich sag mal, formalen, strukturellen Dinge sind in Englisch ganz ähnlich wie in Deutsch. Also in der E-Phase wird das Fach vierstündig unterrichtet. In der Q-Phase dann eben, also in der Qualifikationsphase, fünfstündig im Leistungskurs, dreistündig im Grundkurs. Ich gehe mal gleich aufs Inhaltliche. Also in der E-Phase ist es so, dass wir ja viele Schüler aus vielen verschiedenen Schulen also da zusammentreffen dann, die alle unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen, unter anderem auch mit verschiedenen Lehrwerken gearbeitet haben und so weiter. Und dann geht es in der E-Phase vorrangig darum, erstmal so eine gemeinsame Basis zu schaffen. Wir arbeiten da mit dem Buch Green Line Transition. Das ist in der E-Phase in 4 Kapitel aufgeteilt. Die sieht man hier ganz links bei Themen. Making Choices, dann Digitalization, da haben wir jetzt gerade mit angefangen. Und Migration und Globalization und auch Environment, also das sind ja Themen, die aktueller denn je sind gerade, weswegen das Buch auch ganz gut passt. Da werden verschiedene Fähigkeiten vermittelt. Also wir haben jetzt in der letzten Arbeit ging es darum, eine Kurzgeschichte zu analysieren. Gibt auch Mediation, das bedeutet Informationen von Deutsch ins Englische in eigenen Worten zu übertragen oder Hörverstehen und Leseverstehen. Das sind so die wichtigsten Kompetenzen, die man da erlangen sollte. wir lesen in der Regel in der zweiten Hälfte des Schuljahres in der E-Phase noch eine Ganzschrift oder Lektüre, wie es hier steht. Letztes Jahr haben wir La Línea gelesen. Da geht es um einen mexikanischen Flüchtling, der die Grenze, also La Línea, zu den USA übertritt und was er dort erlebt. Das sind so ganz typische Bücher, die da zum Tragen kommen. Es gibt hin und wieder Schüler, die noch keinen mittleren Schulabschluss mitbringen. Der kann dann nachgeholt werden am Ende der E-Phase und darauf bereiten wir dann auch vor. Das betrifft dann aber wirklich nur die Schüler individuell. Das machen wir dann nicht mit allen, sondern nur mit denen, die dann noch den MSA machen müssen. Ich glaube, das war es erstmal soweit zur E-Phase und ich würde dann mal an meinen Kollegen Herrn Rickerdeck übergeben. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ben Ricker ist mein Name. Ich unterrichte die Fächer Deutsch und Englisch und Englisch eben auch in der Q1 und Q2, also 12. und 13. Und strukturell ist es wie bei Deutsch, also wie von der Reibe schon erwähnt, auch eben der LK fünfstündig und der Grundkurs dann dreistündig. Und dass wir die Kompetenzen dort, die jetzt, vorher hat man gerade schon angesprochen, in der E-Phase weiterführen, Sprachmittlung, Hörverstehen und Schreiben. Und zum Inhaltlichen, da sind zwei Schwerpunktthemen auch für den aktuellen Abi-Jahrgang. Einmal Brexit, der immer noch aktuell, auch medial ist. Und das zweite Thema, Current Challenges and Chances. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakter, da sind aber auch sehr konkrete Themen mit verbunden. Einerseits Populismus versus Demokratie, also auch politisch in den USA, vor allem die Wahlen jetzt, die gerade nochmal sehr viel behandelt werden. Und andererseits News and Media, also da auch Social Media als einen Themenschwerpunkt. Und die aktuelle Lektüre, die auch immer nach Jahrgang dann wieder neu ausgewählt wird und nach Lehrkräften, ist im Moment jetzt The Circle, das sozusagen auch nochmal News and Media und Populismus, Demokratie verbindet. Genau, das wäre es inhaltlich zu Q1, Q2. Und ich glaube, ich würde dann an Kunstgeschichte, Geschichte weitergeben. Gut, und dafür übernehme ich dann nochmal. Und sollte ich irgendwas Wichtiges vergessen, habe ich schon die Zusage, dass ich dann von den Kollegen auch ergänzt werde. Auch Kunstgeschichte und Geschichte bilden bei uns an der Schule eine gewisse Sonderform, weil wir diese beiden Fächer halbjährlich wechseln. Das heißt, es ist immer ein halbes Jahr Kunstgeschichte, halbes Jahr Geschichte und dann in der Q1, in der Q2 jeweils wieder genau das Gleiche. Wir haben schulinterne Bildungspläne
für beide Fächer, sodass wir eben auch gucken, dass die Inhalte in Kunstgeschichte, Geschichte sich dann eben auch auf eine ähnliche Epoche, auf ähnliche Schwerpunkte beziehen. Sowohl Kunstgeschichte als auch Geschichte sind dabei mögliche mündliche Prüfungsfächer bei uns an der Schule. Und zwar haben die SchülerInnen da dann die Wahl, ob sie eine kunstgeschichtliche Prüfung mit geschichtlichen Ansätzen machen wollen oder eine geschichtliche Prüfung mit kunstgeschichtlichen Ansätzen. Eine Alternative als mündliches Prüfungsfach wäre Betriebs- und Volkswirtschaftslehre. Dazu wird dann gleich ein Kollege und eine Kollegin aber auch noch was sagen. Ja, diese beiden Schwerpunkte, die ich gerade ansprach, die sehen Sie dann eben hier unten. Das also zwei der möglichen mündlichen Prüfungsfächer, die wir bei uns an der Schule anbieten. In der E-Phase beginnt es in Kunstgeschichte mit dem klangvollen Titel Von der Renaissance bis zum Impressionismus und parallel dazu dann im zweiten Halbjahr in Geschichte vom Zeitalter des Barock bis zur Gründung des Deutschen Reichs 1871. Beiden Fächern gemein ist insbesondere in der E-Phase, dass wir da natürlich probieren, inhaltlich und methodisch ganz viele Grundlagen zu geben, dass wir gucken, wie ist Kunst überhaupt entstanden? Was ist der Kunstbegriff? Was ist der Gesellschafts-, vielleicht auch der Geschichtsbegriff? Die systemische Analyse von Kunstwerken, Stilbegriffen, der Umgang mit Quellen, das eigenständige Arbeiten, das eigenständige Recherchieren oder wie ich es den Klassen auch immer gerne erkläre, auch zu zeigen, wie spannend diese beiden Fächer, wie spannend Geschichte, Kunstgeschichte eben tatsächlich auch sind. Das sind ja auch gerade so Fächer, die häufig so ein bisschen vorurteilsbelastet sind. Und ich glaube, gerade über die Arbeit mit Quellen, mit Medien, mit Bildern kann man da ganz, ganz viel aufzeigen. Also in der E-Phase viel so an Handwerkszeug, an Techniken, die dann eben in der Q1, Q2 gebraucht werden. In der Q1 ist es dann in Kunstgeschichte die Moderne bis 1930, in Geschichte vom Deutschen Kaiserreich bis zur Weimarer Republik. Und dann in der Q2-Phase Kunst im Nationalsozialismus und Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg. Und in Geschichte liegt dann eben der Fokus in der Q2-Phase auf dem Nationalsozialismus und, wenn wir es zeitlich noch schaffen, dann eben auch auf der Nachkriegszeit. Aber auch das eben ein Thema, was sehr wichtig ist und entsprechend auch viel Platz braucht. Geschichte, Kunstgeschichte ist in der E-Phase und in der Q1 zunächst dreistündig und in der Q2, um dann eben auch dem potenziell Prüfungsfachstatus Rechnung zu tragen, dann eben vierstündig. Und das sind so die Themen, dieser große Zeitabschnitt, den Sie hier sehen, der dann letztlich abgebildet wird. Gibt es dazu noch eine Ergänzung? Ich gucke mal den Kollegen an. Nö, das sieht soweit gut aus. Alles klar. Gut. Dann gebe ich weiter an das bereits angesprochene Fach Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre. Andreas, du bist nicht zu hören. Ja, ja, ich hab's gerade gemerkt. Ja, schönen guten Abend jetzt nochmal mit Ton. Mein Name ist Andreas Rost. Ich unterrichte am BGÜ das Fach BVW. BVW ist die Abkürzung für Betriebs- und Volkswirtschaftslehre. Sie sehen das jetzt hier auf der Folie auch schon mal so ein bisschen aufgeteilt. Links die Teile, die betriebswirtschaftlichen Anteile, rechts die volkswirtschaftlichen Anteile. Und das Ganze, wie in den anderen Fächern, halt auch aufgeteilt in die unterschiedlichen Phasen. In der E-Phase ist wie eigentlich auch in allen anderen Fächern erstmal so eine Art Kompensationsphase. Das heißt, wir verschaffen uns erstmal einen Überblick, was bedeutet das eigentlich Wirtschaft. Wir setzen uns mit Grundbegriffen halt auseinander. Dann geht es schon so ein bisschen in das Vertragsrecht, Kaufverträge und so weiter und so fort halt hinein. Und dann haben wir auch ein ganz wichtiges Thema für alle anderen Kollegen, nämlich das Thema Projektmanagement, was wir in unserem Fach ganz einfach ein bisschen verortet haben, damit wir quasi so eine Support-Funktion halt übernehmen für die anderen Fächern, was dieses Thema halt anbelangt. In der E-Phase, was auch zu den Grundtatbeständen halt gehört,
ist, dass wir uns mit dem Wirtschaftskreislauf auseinandersetzen. Was bedeutet soziale Marktwirtschaft? Was gibt es für unterschiedliche Wirtschaftsordnungen? Also wie Sie sehen, alles im Grundlagenbereich. In der Q1-Phase geht es dann im Bereich Betriebswirtschaftslehre um die Theorie der Unternehmung. Das heißt, was gibt es für unterschiedliche Rechtsformen? Wie sind Betriebe grundsätzlich halt aufgebaut? Was haben wir dort für Informationswege im Rahmen der Ablauforganisation? Absatzpolitik, sprich Marketing und auch Arbeitsrecht. Im volkswirtschaftlichen Bereich geht es um Markt- und Preistheorie und dann etwas größer gefasst, dann natürlich halt auch wie in anderen Fächern um Globalisierung und Strukturwandel. Last but not least, in der Q2-Phase haben wir dann die Themen Investitionen und Finanzierung, Produktions- und Kostentheorie. Und im volkswirtschaftlichen Bereich setzen wir uns dann mit Konjunkturpolitik, konjunkturtheoretische Ansätze, Wirtschaftspolitik, daraus resultierenden Zielkonflikten, Geldtheorie und Geldpolitik auseinander. Das war jetzt mal so im Schnelldurchlauf die Themen, die wir in BVW behandeln. BVW kann natürlich auch, wie Herr Reible vorhin schon angedeutet hat, im Abitur als mündliches Prüfungsfach gewählt werden. Ja, das vielleicht noch abschließend. Die BVW-Kollegen können vielleicht noch was ergänzen, falls ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Jo. Gut. Ja, guten Abend. Mein Name ist Barbara Lang. Ich unterrichte Gestaltungsfächer und Mathematik. Und heute soll ich das Fach Mathematik vorstellen. Bei uns wird es als vierstündiger Grundkurs unterrichtet. Im Unterschied zu anderen Gymnasien ist das bei uns vierstündig, was den Vorteil hat, dass wir etwas mehr Zeit für die Mathematik haben. Bei uns ist das Fach Mathematik als drittes Prüfungsfach im Zentralabitur Bremen festgelegt. Also das heißt, dass alle Schüler im gleichen Boot sitzen, weil sie müssen alle in Mathematik als drittes Prüfungsfach im Abitur ihre Prüfung ablegen. Das ist oft ein großer Berg, den wir da erklimmen müssen. Und deshalb haben wir uns jetzt seit einigen Jahren gesagt, dass wir den Tipp hier geben, dass es ein Vorbereitungsheft gibt, sicher in die Oberstufe, also für Schüler und Schülerinnen, die sich da nicht so ganz sicher fühlen, das können wir empfehlen. Und während des Arbeitens in der Oberstufe bei uns gibt es auch die Möglichkeit, Unterstützungssysteme wahrzunehmen. Das wird unterschiedlich in den Jahrgängen wahrgenommen. Und es gibt Jahrgänge, bei denen Schülertutorien stattfinden und sich die Schüler so gegenseitig stark unterstützen. Gut, zu den Inhalten. In der E-Phase, also im ersten Jahr, beginnen wir mit den Grundlagen der Analysis. Und hier ist es auch wichtig, wie die Kollegen das schon erzählt haben, dass die Schüler von unterschiedlichen Schulen kommen, insbesondere auch auf unterschiedlichen Niveaus bislang Mathematik betrieben haben. Und hier wird eine Vereinheitlichung vorgenommen, sodass auch die Schüler, die jetzt nicht im E-Kurs waren, gut ankommen können. Dann werden wir uns in die Einführung mit Differential- und Integralrechnung beschäftigen. Das heißt, dass wir Funktionen untersuchen, wie steigen sie, wie fallen sie, wo gibt es Hoch- und Tiefpunkte und wie sieht die Fläche unterhalb der Funktionen aus. An Funktionsklassen werden wir ganz rationale Funktionen und mit Schwerpunkt auch Exponentialfunktionen durchgehen. Und da sieht man schon, das ist brandaktuell. Die Corona-Zahlen kann man auch ebenso darstellen. Und wir versuchen auch an jeder Stelle einen Sachkontext
also Sachkontexte auch zu betrachten. In der Q1-Phase beschäftigen wir uns mit zwei Themen. Das erste ist Stochastik, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik. Auch hier gibt es wieder Beispiele. Ich habe hier eine Folie vom Robert-Koch-Institut eingeblendet, ist so ganz klein, und da sieht man, Baumdiagramme kann man eben auch dazu verwenden, um die Güte von Tests zu untersuchen. Aber auch in anderen Bereichen wie Glücksspielen oder Wahlen, Statistiken, kommt die Mathematik der Stochastik vor. Im zweiten Halbjahr der Q1-Phase beschäftigen wir uns mit Geometrie. Im Unterschied zur Mittelstufe wird hier koordinatisierte Geometrie betrachtet. Das heißt, dass wir uns wirklich mit Koordinaten im Raum beschäftigen. Als Beispiel habe ich da so eine kleine Drohne eingeblendet, und man kann untersuchen, wie geradlinige Flüge stattfinden. Wo befindet sich die Drohne wann? Oder auch in Architektur und in anderen Bereichen der Realität findet diese Geometrie ihre Anwendung. Hier gibt es auch einen Bezug zum Gestaltungskurs, zum Leistungskurs. 3D-Animation basiert auch auf der analytischen Geometrie. In der Q2-Phase wird dann wieder das Thema Analysis aus der E-Phase aufgegriffen, und hier wird wiederholt und vertieft, und weitere Funktionsklassen werden noch eingeführt. Im letzten Halbjahr, das kürzer ist, beschäftigen wir uns hauptsächlich mit Wiederholung, und so, dass die Schüler gut gewappnet sind für ihr Abitur. Soweit jetzt. Gibt es noch Ergänzungen? Ansonsten kommt jetzt die Vorstellung des Leistungskurses, worauf Sie wahrscheinlich alle schon warten. Vielen Dank. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Karl Hoffmann. Ich bin der Fachbereichsleiter Gestaltung Multimedia am beruflichen Gymnasium. Und ja, ich würde einfach mal anfangen mit so ein paar allgemeinen Aspekten. Also worum geht es überhaupt in den beiden Leistungskursen, in den beiden Profilfächern? Ja, es geht um jegliche Form der visuellen Kommunikation, also sei es jetzt eine Website, über die Kommunikation stattfindet, oder ein Bild oder was auch immer, ein Film. Um all diese Themen geht es. Da gehe ich auch gleich nochmal etwas genauer drauf ein. Und es geht natürlich auch um die Gestaltungsabsichten, also was möchte ich eigentlich gestalten und welche Werkzeuge brauche ich eigentlich dafür, ja, die ja sehr unterschiedlich sein können. Also in beiden Profilen, also ob jetzt Gestaltung oder Multimedia, wird mit analogen und digitalen Werkzeugen gearbeitet. Also es gibt sicherlich Unterschiede, also der Schwerpunkt im Bereich Gestaltung liegt sicherlich bei, also in der Malerei zum Beispiel, bei analogen Druckverfahren, aber auch im experimentellen Film, ja, wo natürlich auch der Filmschnitt zur Anwendung kommt. Im Bereich Multimedia geht es um, beispielsweise hat Frau Lang gerade schon angedeutet, um 3D-Modeling, also Character-Modeling zum Beispiel, oder um die Gestaltung von Websites oder Animationsvideos, Filme. Das sind so die klassischen Einsatzbereiche. Dann, was auch ganz wichtig ist, sind die Methoden. Also wie komme ich eigentlich zu überzeugenden, spannenden Gestaltungsprodukten? Ja, vielleicht hier an der Stelle gleich mal eine Buchempfehlung. Kribbeln im Kopf heißt dieses Buch von Mario Pricken. Da wird auch sehr, ja, wie ich finde, sehr gute Art und Weise dargestellt, welche Methoden es gibt und wie man sie auch ganz konkret einsetzen kann. Wir bearbeiten die einzelnen Themen in den Leistungskursen natürlich auch nicht losgelöst vom geschichtlichen Hintergrund. Also beispielsweise, wenn das Thema gerade ist Printdesign, dann schaut man sich auch verschiedene Druckverfahren an und versucht sie auch, ja,
irgendwie einzuordnen, weil bestimmte Medien ja auch meistens aus bestimmten gesellschaftlichen, politischen Notwendigkeiten heraus entstehen. Ebenso wichtig, wir arbeiten sehr stark projektorientiert. Also das heißt, Projekte werden geplant. Ja, da gibt es natürlich auch verschiedene Verfahren, Methoden. Also wir bedienen uns da unter anderem auch der Projektmanagement-Methode. Dann wird das Ganze natürlich realisiert, dokumentiert und am Ende reflektiert. Also das ist so der klassische Aufbau eines Projektes. Und Projekte können, ja, die können auch mal über ein halbes Jahr hinweg laufen. Dann einmal die nächste Folie, bitte. Genau, hier vielleicht nochmal etwas dargestellt. Hier in der linken Spalte, E-Phase, vierstündig. So die klassischen Themen, Inhalte, also Bildsprache, Komposition, Skizzieren, Zeichnen, die Fotografie, natürlich auch die digitale Bildbearbeitung, Typografie, Layout, so verwendete Software dort, zum Beispiel, wenn wir es mit der Bildbearbeitung zu tun haben und der Fotografie, Photoshop oder Typografie, Layout, Illustration, InDesign zum Beispiel, Illustrator, das sind alles Adobe-Produkte. Also wir sind ausgestattet mit der immer neuesten Creative Cloud von Adobe. Haben Sie ja vielleicht schon mal gehört. Dazu zählen eben diese eben genannten Programme. Dann in der Q1 entscheiden Sie sich dann für ein Profil. Entweder Gestaltung oder Multimedia. Beide sind natürlich dann fünfstündig. Vielleicht zu den Begriffen Gestaltung, Multimedia, oder Gestaltung, ja, das impliziert vielleicht so ein bisschen, Multimedia hat nichts mit Gestaltung zu tun und umgekehrt, das ist natürlich nicht so. Es geht natürlich immer um Gestaltung, das ist der Kern unserer Schule. Nur die Werkzeuge sind dabei sicherlich unterschiedlich. Und vielleicht ein weiterer Unterschied in der Gestaltung oder im Profilgestaltung geht es vielleicht hauptsächlich um die künstlerische Gestaltung, um die freie künstlerische Gestaltung. Und im Leistungskurs oder im Profil Multimedia geht es vielleicht eher um Medien- und Produktgestaltung. Also im Bereich Multimedia verfolge ich vielleicht immer ein deutlicheres Ziel. Oder wenn man so den Unterschied zwischen Kunst und Design, was man hier verwenden könnte jetzt für Gestaltung Multimedia, Kunst, Design, ist vielleicht der Unterschied, dass ich beim Design immer ein ganz klares Ziel verfolge. Ja? Es gibt natürlich auch immer Phasen des freien Experimentierens, also es ist jetzt nicht so, dass man von Anfang an mal absolut festgelegt ist, das sicherlich nicht. Genau. Und in der Q2 beginnt dann so langsam die Abiturvorbereitung, aber zu bestimmten Themen komme ich gleich nochmal. Dann einmal eine Folie weiter. Genau. Also hier sieht man sehr schön hier nochmal das Profil Gestaltung oder Kunst. Die Grundlagen, das sind eben die Grundlagen, die ich eben gerade schon genannt habe, aus der E-Phase, also die sind identisch. Die brauche ich jetzt nicht nochmal wiederholen, aber daraus könnte sich dann ergeben im Leistungsfach Gestaltung, also zum Beispiel Kalligrafie, experimentelle Malerei, Druckgrafik, Skulptur, Plastik, Architektur und eben auch Film, Video. Beispiele können Sie hier sehen. Dann nochmal eine Folie weiter. Da sehen Sie hier das Profil Multimedia oder Design. Die Grundlagen ändern sich nicht aus der E-Phase, aber die dann weiterführenden Themen. Ne, hier kann es dann beispielsweise um Web-Print-Design gehen, Produktdesign, Skulptur, Architektur ebenfalls. Film, Video, 2D-Animation und was jetzt aber so eine Eigenart bisher zumindest des Profils Multimedia ist, ist dann zum Beispiel die 3D-Modellierung und Animation. Schwerpunkt ist dabei das Character Modeling,
also das Modellieren von dreidimensionalen, also digitalen, dreidimensionalen Figuren, die dann mit Hilfe des Motion Capturing Verfahrens dann auch animiert werden. Also das heißt, die Schüler, wir verfügen an der Schule über zwei Motion Capture Systeme. Das heißt, Schüler können dieses System, das sehen Sie auch ganz unten rechts in dem Bild dargestellt, einen solchen Motion Capture Anzug anziehen, selbst performen, und diese Bewegungen, die werden dann eben mathematisch erfasst und können dann auf die selbst modellierten Figuren dann eben übertragen werden, sodass dann diese modellierten Figuren sich mit den eigenen Bewegungen dann tatsächlich bewegen können. Genau. Dann kommt jetzt nochmal ein kleiner Zusammenschnitt verschiedener gestalterischer Arbeiten. Da bekommen Sie, denke ich, nochmal einen ganz guten Überblick, was alles möglich ist. Erhebt jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da ist sicherlich auch noch einiges mehr denkbar und möglich, aber hier jetzt erstmal viel Spaß. Tes yeux qui sont d'accord avec tes noirs cheveux avec ta crinière élastique, tes yeux languissamment me disent si tu veux. Maman de la mousse plastique, suivre l'espoir qu'en toi nous avons excité, et de tous les goûts que tu professes, tu pourras constater notre véracité depuis le nombril jusqu'aux fesses.
Ja, hier ein kleiner Überblick. Wenn Sie vielleicht noch weitere Beispiele sehen möchten, insbesondere filmischer Art, empfiehlt sich vielleicht auch nochmal ein Blick auf unseren YouTube-Kanal der Wilhelm-Warnfeld-Schule. Da finden Sie noch etliche andere Filme, Animationen. Lohnt sich. Erreichbar auch über unsere Homepage. Ja, vielen Dank, Herr Hoffmann, für den Einblick in die Leistungskurse, die man dann ab der Q1 wählen kann. Wie Herr Hoffmann sagte, in der E-Phase ist es dann so, dass die Grundlagen gelegt werden. Das ist eigentlich in allen Fächern so. Und wir haben dann am Ende 4 Abiturprüfungsfächer. Das bedeutet, das erste Prüfungsfach ist entweder ein Englisch-LK oder der Deutsch-LK, je nachdem, wofür man sich entscheidet. Das zweite Prüfungsfach ist dann Gestaltung oder Multimedia. Und das Schöne ist, dadurch, dass in der E-Phase zunächst die Grundlagen gelegt werden, muss man sich auch erst zum Ende der E-Phase entscheiden. Also jetzt muss man noch gar nicht wissen, möchte ich Gestaltung oder Multimedia machen oder Deutsch oder Englisch. Das ist dann erst zum Ende der E-Phase nötig. Als drittes Prüfungsfach, wie Frau Lang ja bereits gesagt hatte, ist auf jeden Fall das Fach Mathematik dann mitgebucht im Zentralabitur. Und als viertes Prüfungsfach dann entweder BVW oder Geschichte, Kunstgeschichte mit dem jeweiligen anderen Anteil. Die Fächer Deutsch, Englisch und Mathe sind Zentralabitur. Das bedeutet, wenn wir das immer so sagen, Zentralabitur, dass das im ganzen Land Bremen dann an dem gleichen Tag die gleiche Prüfung geschrieben wird an allen Gymnasien. Und das ist auch das Wichtige, was unsere Schule ausmacht. Wir haben zwar diesen beruflichen Schwerpunkt Gestaltung Multimedia, aber sie haben am Ende ein vollwertiges Zentralabitur, mit dem sie dann auch alle Fächer oder alle Studiengänge belegen können, die sie möchten. Natürlich empfehlen wir immer nicht so die naturwissenschaftlichen Fächer, weil sie bei uns wenig naturwissenschaftliche Fächer haben. Allerdings wäre es theoretisch möglich. Und das Schöne an einem beruflichen Gymnasium ist ja, dass man quasi schon mal in einen Zweig hineingeschnuppert hat. Und wenn man am Ende sagt, ja, das ist genau mein Ding, ich möchte auch in den Bereich gehen und da was studieren, dann ist es gut. Und wenn man sagt, oh, ich habe das jetzt mir mal angeschaut und habe immer gedacht, das wäre so meins, aber ich glaube, ich möchte jetzt doch lieber was anderes studieren oder eine andere Ausbildung machen, dann stehen einem da alle Wege offen. Es ist ja dann so, wie ich eben sagte, dass Sie dann in der Q1 ein festes Profil wählen. Damit sind Sie dann quasi verheiratet, die ganze Q-Phase über bis zum Abitur. Und Ihr festes Paket sozusagen. Und wir machen in der Q1 auch immer ein Abiturprojekt, was dann mit in die Abiturnote einhergeht. Und auch ein Betriebspraktikum mit einem gestalterischen Schwerpunkt. Das ist sowohl im Inland als auch im Ausland möglich. Und das müssen wir natürlich dann immer schauen, wie das dann die derzeitige Lage so erlaubt. In diesem Jahr musste das leider ausfallen. Aber wir sind guter Hoffnung, guter Dinge, dass es dann im nächsten Jahr schon wieder stattfinden kann und im übernächsten Jahr dann hoffentlich auf jeden Fall. Ja, die Frage ist immer, oh, da kommt gerade eine Frage im Chat. Also das Praktikum ist immer 2 Wochen vor den Osterferien und 1 Woche in den Osterferien in der Q1-Phase. Ja, dann werden wir immer gefragt, wer soll denn jetzt so zu uns kommen? Ich hatte das ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Also wenn man schon mal einen konkreten Berufswunsch hat oder auch Interesse für unsere Fächer, also unsere Gestalter- und Multimedia-LehrerInnen sagen immer, man muss Lust auf Gestaltung haben. Man muss da in erster Linie Interesse dran haben. Und das alles zu lernen und wie das geht, das lernen Sie dann bei uns. Auch wenn man immer diese Videos sieht und dann schon denkt, oh Gott, das kann ich gar nicht. Das brauchen Sie auch alles noch gar nicht können. Das können Sie dann bei uns erlernen.
Wenn Sie Gymnasiast, Gymnasiastin sind, nach der 9. Klasse können Sie direkt zu uns in die E-Phase kommen und dort Ihren mittleren Schulabschluss machen. Aber auch gerne, wenn Sie aus der Realschule kommen oder Oberschule oder Gesamtschule nach der Klasse 10 mit dem MSA. Und da benötigen Sie mindestens einen Durchschnitt von 3,0. Ja, wie schon jetzt mehrfach erwähnt, ist es die allgemeine Hochschulreife, das Abitur, was Sie dann bei uns am Ende der 3 Jahre erlangen. Wir haben dieselben Lehrpläne und Prüfungsbedingungen wie andere Gymnasien oder auch berufliche Gymnasien in Bremen. Davon gibt es ja auch mehr. Das Zentralabitur in den Kernfächern und damit einhergehend dann Zugangsberechtigung für alle Hochschulen und Universitäten in allen Fachrichtungen. Also Sie haben da keine Einschränkungen. Sie haben quasi schon mal 3 Jahre in einen Berufszweig geschnuppert. Ist MSA mit GO-Empfehlung nicht zwingend erforderlich? Also das kommt drauf an, aus welchem Schulzweig Sie jetzt kommen. Wenn Sie auf einem Gymnasium sind, dann können Sie nach der 9. Klasse kommen. Wenn Sie allerdings auf einer Gesamtschule sind, dann ist das nicht möglich. Dann ist der MSA erforderlich. Wenn wir jetzt aber schon in diese detailreichen Fragen kommen, dann dürfen Sie auch gerne mal Ihr Mikro anmachen und vielleicht auch einfach eine Frage stellen. Das ist eventuell dann einfacher. Gut, ist die Frage erstmal beantwortet? Scheint. Dann versuche ich jetzt mal, ich hoffe, man hört mich. Ja, genau, es geht um eine Oberschule im Land Bremen. Und ich meine, eigentlich müsste man ja auch diese harte Qualifikation haben, MSA mit GO-Empfehlung. So wird es zumindest immer gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so stimmt. Ja, aber wenn man aus der 9. Klasse kommt, kann man noch keinen MSA haben. Nee, bei der Oberschule würde man ja aus der 10. Klasse kommen, oder? Genau, bei der Oberschule würde man aus der 10. Klasse kommen und dann hat man auch den MSA gemacht. Ja, aber man muss auch noch, also es gibt einen Unterschied zwischen MSA und dieser zusätzlichen Gymnasialober. Ja, okay, man braucht den erweiterten MSA. Ja, das genau, okay, das meinte ich. Genau, ja. Ja, so heißt das heutzutage, genau. Ja, ja, genau. Okay, danke. Gerne, Frau Zollek. Mich würde interessieren, wie sieht das für Schüler aus Niedersachsen aus? Also erweiterter Realschulabschluss heißt das bei uns, habe ich wohl verstanden. Ja. Gibt es sonst noch irgendwelche Dinge, die zu beachten sind, auch im Anblick auf Quotenregelungen für externe Schüler und Ähnliches? Also ich sag mal so, in den letzten 2 Jahren haben wir alle BewerberInnen aus Niedersachsen aufnehmen können. Da gab es jetzt keine, keine Einschränkungen. Gut, danke. Es kam dann noch eine Nachricht von Nicola, und ja. Da sind sehr viele Fragen gestellt worden. Vielleicht könntest du die ersten beantworten. Wie viele Schülerinnen werden jedes Jahr angenommen? Ja, also wir sind dreizügig. Also wir haben 3 parallele Klassen und ja, mit circa 25 Schülern zu Beginn und 25 bis 30 ist es dann manchmal zu Beginn der E-Phase, richtig. Da wären wir dann so bei 80 Schülern insgesamt Wir können eigentlich alle Schüler annehmen, oder? So weißt genau. Also, ja. Also bis jetzt konnten wir alle Schüler annehmen. Wir hatten auch, wir waren auch schon mal vierzügig. Das bedeutet, dann würde, je mehr Schüler wir hätten, dann müssten wir dann eine Klasse aufmachen noch. Genau. Und begonnen haben wir mit zweizügig. Das kommt jeweils drauf an. Ja. Wurde die Frage schon bezüglich der Mappe beantwortet? Nee, das könntest du machen. Nein. Okay,
Also das war mal so tatsächlich, dass die Schüler eine Mappe vorgestellt haben, persönlich bei uns. Das machen wir jetzt aber nicht mehr. Also das heißt, jeder kann sich bewerben und wenn die Zugangsvoraussetzungen erfüllt sind, kann auch jeder kommen. Und wie eben auch schon gerade gesagt wurde, wenn sich viele melden, was natürlich schön ist, dann können wir auch noch eine weitere Klasse aufmachen. Das ist überhaupt kein Problem. Also unsere, ja, oder was für uns wirklich wichtig ist, das hat Frau Jens Plewer ja auch schon gesagt, man muss einfach wirklich richtig Lust auf Gestaltung haben, weil sonst wird es natürlich eine Qual, weil, was auch Herr Reible vorhin schon angedeutet hat, selbst die Fächer Deutsch, Mathe und so weiter versuchen immer auch anzudocken in irgendeiner Weise. Also es geht immer um Gestaltung und da muss man dann wirklich Lust zu haben und auch wissen, dass es auch aufwendig ist. Ja, da bemühe ich immer Karl Valentin, der sagt, Kunst ist schön, macht aber eben auch viel Arbeit. Ja, so ist es dann eben auch. Wenn man wirklich überzeugende Ergebnisse am Ende haben möchte, muss man auch einfach Zeit investieren. Und ja, und wenn die Lust einfach nicht da ist, dann ja, dann ist es sicherlich keine gute Voraussetzung. Die muss man. Ja, ich frage deswegen nach, weil ja oft genau Schüler, die auf sowas richtig viel Lust haben, an Gymnasien hier in Bremen zumindest oft so ein bisschen untergehen. Das hat nichts mit Leistungsschwäche unbedingt zu tun, aber es ist halt einfach nicht besonders motivierend, da so zu pauken. Deswegen ist es schön, wenn Sie sagen, wer Lust hat, kann hier gerne herkommen und dann auch auf anderen Wegen da zum Ziel gelangen. Genau. 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 Ja. Ich könnte jetzt noch mal was zu der Frage, wann soll man sicher in die Oberstufe anfangen? Wir haben die Erfahrung gemacht, dass manche Schüler bei uns ankommen und wirklich die essentiellen Grundlagen nicht können. Also das heißt von Bruchrechnen über lineare Funktionen und einfache lineare Gleichungen lösen, quadratische Gleichungen lösen. Und wenn Ihr Kind da Defizite haben sollte, dann empfiehlt es sich, da vorher etwas zu tun. Ja, deshalb sagen wir das. Wer jetzt die Mittelstufe normal absolviert und in Mathematik befriedigende Leistungen hat und nicht alles sofort wieder vergessen hat oder der Unterricht fand zumindest statt, das ist ja auch nicht immer überall so, dann ist es nicht unbedingt nötig. Aber für die, die jetzt so ein bisschen damit hadern und so, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn sie sich da ein bisschen mit beschäftigen. Dann hat man es einfacher. Viele unserer Schüler berichten, dass sie tatsächlich für das Fach Mathematik viel oder sogar am meisten getan haben, um da gute Leistungen zu erzielen. Und sagen aber auch, dass sie da dann das Arbeiten richtig gelernt haben. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber es ist schon anspruchsvoll, es ist Zentralabitur, aber das ist kein Unterschied zu den anderen Gymnasien. Das ist also überall gleich. Nur weisen wir darauf hin, dass es eben ganz gut ist, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt. Und bei uns ist es so, wir haben teilweise sehr gute Schüler in Mathematik und also die vielleicht auch an einer anderen Schule den Mathematik-Leistungskurs gewählt hätten, aber eher wenig. Und der Großteil der Schüler hat mit Mathematik, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Lieblingsfach und daher ist es schon gut, sich darum zu kümmern. So, ich hoffe, das beantwortet die Frage. Dann habe ich noch gelesen, was genau kann man an den Besuchstagen machen und wer sollte sich dazu anmelden, mal vorbeizukommen. Da ist es so, dass man sich einmal für die Bremer, dass man sich da bei It's Learning anmelden kann in dem Kurs BO. Da müssten jetzt alle SchülerInnen der 9. und 10. Klasse drin sein. Da kann man sich einmal anmelden dann zu bestimmten Zeiten, weil wir da gewisse Fenster haben. Wenn Sie aus Niedersachsen kommen, können Sie auch einfach bei uns im Sekretariat anrufen und Frau Nölker, die koordiniert das dann und es wird so sein, dass man dann in den Unterricht kommen kann. Und wir haben da jetzt natürlich den Gestaltungs- und Multimedia-Unterricht vorrangig zur Hospitation ausgeschrieben, weil das meistens das ist, was die SchülerInnen interessiert, weil Deutsch und Mathe, ja,
ist dann meistens nicht so relevant. Dann war hier noch eine Frage zu der zweiten Fremdsprache. Das hatten wir schon so ein bisschen beantwortet. Also einmal gibt es bei uns an der Schule Spanisch für Anfänger. Man kann aber auch eine andere zweite Fremdsprache wählen. Dazu müsste man dann aber an eine andere Schule gehen. Also da gibt es andere Standorte, an denen man dann auch eine andere Sprache der Wahl, also keine Ahnung, Russisch, Chinesisch, da ist alles möglich. Das wird vom Stundenplan auch so gelegt, dass die Schüler dann am Nachmittag noch die Schule erreichen können, in der dann, also von ganz Bremen, die oder von viele Schulen von Bremen gemeinsam eine etwas, eine Fremdsprache anbietet, die jetzt nicht von sehr vielen gewählt wird, wie zum Beispiel Chinesisch oder Japanisch oder was weiß ich, was es da alles gibt. Und das wird aber zentral für viele Bremer Schulen dann geregelt. Eine Frage war noch, können sich Schüler jemand wünschen, mit dem sie in die Klasse möchten? Das geht auf jeden Fall. Das wäre dann sinnvoll, wenn sie das bei der Anmeldung gleich mit angeben. Ja. Dann ist hier noch eine Frage zum Auslandsaufenthalt. Das haben wir auch immer häufiger. Allerdings ist es dann so, dass es sich meistens anbietet, die E-Phase dann nochmal zu wiederholen, weil die Grundlagen dann einfach fehlen, wenn man über einen so langen Zeitraum fehlt. Und ich kann da jetzt auch gar nicht sagen, wann der beste Zeitpunkt ist. Das muss man vielleicht auch abhängig davon machen, wann es dann da zeitlich möglich ist, eine Reise dann zu machen, also einen Auslandsaufenthalt. Also ich hatte jetzt einige, die waren 3 Monate da und sind jetzt ein Jahr weg und kommen dann wieder. Aber die Frage ist dann immer, kann man das alles aufholen, was man dann in einem halben Jahr verpasst? Oder sagt man sich dann lieber, dass man das Jahr dann wiederholt? Man kann ja dann keine Noten bekommen in einem Halbjahr. Dann vielleicht noch zu der Frage, kann man eine Fremdsprache auch wählen, wenn man die gar nicht wählen muss? Also wenn man zum Beispiel in der Mittelstufe schon die Auflage zur zweiten Fremdsprache erfüllt hat. Ja, das geht. Wenn die Schüler zum Beispiel in der Mittelstufe schon Französisch belegt hatten, können sie jetzt bei uns Spanisch wählen oder auch eine andere Fremdsprache an anderen Schulen belegen. Dann ist es noch so, dass eine gewisse Anzahl von Stunden absolviert werden muss, damit man die Belegverpflichtung für das Abitur bekommt. Und auch da ist es möglich, dann, falls die Stunden nicht genügen, eine weitere Fremdsprache zu belegen oder auch das Fach Kunst oder das Fach Leon, was vorher kurz angesprochen wurde. Und aus diesem Fächerkanon können dann die Schüler sich etwas aussuchen. Also da gibt es eine Wahl. Im Fach Kunst wird noch zusätzlich künstlerische Inhalte angeboten, sodass die Schüler dann insgesamt 5 Stunden Leistungskurs Kunst haben, 2 Stunden Gestaltungspraxis und gegebenenfalls 2 und manchmal war das sogar 3-stündig noch Kunst dazu. Ja, dann ist hier noch die Frage, ob man sich für eine Hospitation von der Schule freistellen lassen kann. Also das müssten Sie dann vielleicht mal nachfragen. Ansonsten haben wir, also ich denke mal, dass es in Bremen so sein wird, dass die Schüler freigestellt werden, weil es ja sonst diesen Tag der offenen Tür auch gäbe, an dem die SchülerInnen dann sich andere Schulen anschauen. Wenn Sie jetzt aus Niedersachsen kommen, gerade für Sie haben wir auch etwas spätere Uhrzeiten, weil wir ja auch dann in der 7., 8. Stunde Unterricht haben. Und vielleicht wäre das dann eher, dass Sie sagen, okay, das könnte man dann schaffen, dass man dann später kommt oder ein bisschen früher in der eigenen Schule geht, um dann bei uns zu hospitieren. Wenn Sie aus Niedersachsen kommen, brauchen Sie sich zum Tag der offenen Tür online nicht anmelden. Es wird so sein, dass es eine Infoveranstaltung gibt zu Beginn, wo sich das berufliche Gymnasium und die FOS noch einmal vorstellen und dann gibt es eine Live-Schaltung in den Unterricht.
Und anschließend kann man dann auch nochmal Fragen stellen. Und die Links dazu finden Sie auch auf unserer Homepage. Da brauchen Sie dann einfach nur auf den Link klicken. Das sind dann alles WebEx-Meetings. Und da kommen Sie dann direkt in die Sitzung zu der Zeit, die dann auch dort steht. Da kommen Sie dann einfach rein in das Meeting. Was gibt es jetzt noch für Fragen? Ich würde gerne noch mal einen Punkt einbringen. Und zwar unser Schülertutorium, was nochmal, denke ich, sehr wichtig ist zu erwähnen. Also Schüler helfen Schülern. Also das ist sehr stark selbstorganisiert durch die Schüler. Also das sieht so aus, dass wir in verschiedenen Bereichen ja wirklich große Experten haben. Also zum Beispiel in Mathematik oder in Englisch oder in der digitalen Bildbearbeitung, im Filmschnitt, im Character Modeling, was auch immer. Und da haben wir dann sogenannte Schülertutoren, die dann ihre Dienste sozusagen anbieten. Das sieht dann so aus. Einmal in Präsenz, das ist dann ein bestimmter Raum, da können die Schülertutoren dann in den Pausen aufgesucht werden. Es können aber auch Termine vereinbart werden mit den Schülertutoren nachmittags. Da brauchen die natürlich eine gewisse Vorlaufzeit, so spontan sind die dann natürlich nicht zu haben, aber auch das ist möglich. Und da kann dann zum Beispiel gemeinsam für eine Klausur gelernt werden und man hat auch einen Überblick bezüglich der Kompetenzen der einzelnen Tutoren. Also man hat dann einen Überblick, wann hat welcher Tutor Dienst, welche Schwerpunkte hat er, welche besonderen Kompetenzen hat er und dann kann ich diesen Schülertutor, Schülertutorin dann direkt aufsuchen und dann mich verabreden. Oder auch mit mehreren Schülern vielleicht zusammen dorthin gehen, um gemeinsam vielleicht für eine Klausur zu lernen. Und so weiter. Das ist, denke ich, nochmal sehr wichtig. Und ja, durch Corona sind wir jetzt gezwungen worden, auch so ein bisschen in den, so wie wir es jetzt hier eben auch machen, vielleicht auch das Ganze online anzubieten. Das hat im letzten Jahr sehr gut funktioniert. Da haben dann Schüler, ja, insbesondere im Bereich Mathematik, Angebote gemacht. Also regelrecht Kurse angeboten, Nachhilfekurse über Zoom war es, glaube ich, und haben dann ja, gemeinsam mit interessierten Schülern sich auf das Abitur vorbereitet und haben dort Unterstützung gegeben. Das wurde sehr gut angenommen und ja, macht unsere Schule, denke ich, auch sehr stark aus, so dieses gemeinsame ja, Erarbeiten von Inhalten, ob es jetzt in einem Leistungskurs ist, im Rahmen einer Projektarbeit oder eben auch im Rahmen des Schülertutoriums. Das wollte ich auch gerade noch ergänzen. Die Vorbereitung auf den MSA wird teilweise so unterstützt. Und vielleicht, was mich bei den Schülern beeindruckt und was ich gerne nochmal loswerden möchte, ist, dass die Schüler untereinander sagen, ja, nicht alle sind meine besten Freunde, aber wir passen aufeinander auf und wir sind füreinander da. Und bei uns gibt es kein Mobbing. Also ob das jetzt tatsächlich so stimmt, können wir als Lehrer ja nicht so genau beurteilen. Aber ich glaube doch, dass der Zusammenhalt der Schüler untereinander sehr groß ist. Und das finden wir auch sehr schön. Ja. Ja, und es wird häufig gesagt, bei uns darf man auch ein bisschen anders sein. Genau. Also ich habe eine Schülerin gehabt, die hat mir gesagt, an meiner Schule war ich ein Außenseiter und hier bin ich mittendrin. Also bei uns ist alles erlaubt, sagen wir mal so. Gut, ich würde sagen, ich denke, wir haben so alles, noch nicht ganz, also zur Anmeldung noch. Dass wenn Sie aus der gymnasialen Oberstufe kommen, dann ist es für die Bremer so, dass die aktuellen KlassenlehrerInnen das verteilen, also so einen Anmeldebogen und den geben Sie dann in Ihrer Schule ab.
Wenn Sie aus Niedersachsen kommen oder in einer Privatschule sind, dann müssen Sie das bei uns über das Sekretariat unserer Schule machen. Und ja, die Mitteilung über die vorläufige Aufnahme ist dann meistens bis Ostern 2022. Hier steht noch Bewerbungsgespräche mit niedersächsischen BewerberInnen. Ja, das gab es früher mit diesen Mappen, aber das ist heute so in dem Fall eigentlich nicht mehr da. Ja, und wenn das Abschlusszeugnis irgendwie da ist, dann wäre es gut, wenn es sofort eingereicht wird, damit wir dann auch sehen können, dass die Zugangsberechtigung zu unserer Schule dann auch gegeben ist. Ja, ich möchte mich dann ganz recht herzlich bedanken und gibt es ein Anmeldeformular? Ja, das bekommen Sie dann über unser Sekretariat. Also da müssten Sie auch bitte einmal bei Frau Grube, die steht auch bei uns auf der Homepage, anrufen und dann kann sie Ihnen das schicken oder Sie schicken ihr eine E-Mail, dann schickt sie Ihnen die E-Mail mit dem Formular zu. Das geht leider nicht, das kann man leider nicht herunterladen, weil das immer wieder dann modifiziert werden muss, aber sie schickt Ihnen das dann zu. Ja, falls es noch Fragen gibt, können Sie auch gerne noch bleiben, aber ich denke mal so, ein extra Formular wofür? Vielleicht kann Anna-Maria noch kurz ihre Frage erläutern. Ja, wenn es noch vereinzelt Fragen gibt, bleiben Sie gerne noch kurz. Ansonsten würde ich mich jetzt an dieser Stelle verabschieden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die das wieder ganz toll gemacht haben. Eigentlich hätten wir es uns heute in Präsenz gewünscht, aber jetzt haben wir das aufgrund der aktuellen Lage so entschieden und ich glaube, es ist insgesamt gut gelungen. Vielen Dank und schönen Abend.